Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Die Karja-Festung ihre Grenze dicht gemacht haben. Das Tal ist abgeriegelt. Urmutter steht uns bei. Die Karja haben das Tal zerstört. Manches ist vor uns nicht die greifbar. Die Verderbnis treibt die Maschinen zum Angriff. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke.
Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Jatin, sei uns gnädig. Lass deine gläubigen Kinder nicht der Vergessenheit anheimfallen und all unsere Lieder verstummen. Neugierde für Freunde, nicht für Krieger. Maschinen wurden in den Wahnsinn. Unsere Familien und Freunde sind tot. Welche Hoffnung bleibt uns jetzt noch? Lebe noch. Damit gehöre ich zu den Glücklichen. Es tut weh, aber ich habe daraus gelernt. Bis mich das Glück verlässt. Testest du meine Geduld? Wir haben genug. Du bist also Aloy. Der Kriegstrupp hat von dir erzählt. Die Heldin von Teufelsleid. Nur eine von ihnen. Ich kämpfte nicht allein. Bist du Maria? Baal sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kharja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kharja vor, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kharja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich, aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Das Kharja-Fort liegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Kharja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Kharja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt. Ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen und zur Göttin beten. Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja, nicht hier in unserem Dorf, natürlich, aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mit Sonas Hilfe. Obwohl sie Ruhe brauchte. Das wird sie keinesfalls einsehen. Mutterkrone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Wir sind immer noch Nora. Aber Neugierde ist für Träume. Pass auf dich auf. Ich sage gute Reise auch, wenn es nicht mehr viel Gutes gibt. Ich war selbst schuld. Ich hätte dort nicht sein dürfen. Befällt das ganze Land und jetzt hab...
Schlüssel bleibt für uns. Jetzt, die wir hier geblieben sind. Habt ihr sie denn nicht gesehen? Ich werde das später ausschütteln. Wenn ich mehr über diese Maschinen erfahre, kann ich sie vielleicht überbrücken. Schwierig, die Spuren auseinanderzuhalten. Aber das hier war toll.
Absolut kein Platz dafür. Nicht markiert. Woran starb es wohl? Schaum um das Maul. War es ein Futter? Nicht markiert. Woran starb es wohl? Schaum um das Maul. War es ein Futter? Etwas steckt ihm im Hals. Mal sehen. Ja, das ist Times Ring. Erledige das. Kurz und schmerzlos.
werde das später ausschütteln. Diese Maschinen. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Zeit, sie auszulöschen. Kein Platz mehr. Thank you.
Ich muss herausfinden, wie ich mehr Maschinen überbrücken kann.